Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zur heutigen Webkonferenz der 2G Energy AG anlässlich der vorläufigen Jahreszahlen 2023 und Ausblick auf 2024 und freuen uns über Ihre Teilnahme. Friedrich Pehle, Finanzvorstand der Gesellschaft, wird Sie gleich im Anschluss an meine einleitenden Worte durch die Präsentation führen. Nach seinem Vortrag erhalten Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn Sie heute keine Fragen stellen möchten, können Sie sich nur online anmelden. Nun übergebe ich das Wort an Herrn Pehle und wünsche Ihnen eine spannende Präsentation. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Webkonferenz in diesem Jahr. Ja, ein, naja, doch wohl turbulentes Jahr, geopolitisch ganz klar, aber ich finde auch wendepolitisch. Energiewende, Zeitenwende, Zinswende, Klimawende, alles dabei. Aber das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Wir sind sehr gut durchs Jahr gekommen und das sehen wir hier. Nämlich die Gesamtübersicht der wesentlichen finanziellen Kennziffern. Die Umsatzerlöse liegen wieder 17% über Vorjahr und damit das zweite Jahr in Folge bei plus 17%. Unser Wachstumsversprechen, nämlich 10% plus Inflation, sind wir auch im abgelaufenen Jahr offensichtlich nachgekommen. Wir lagen mit 365 Millionen Euro rund 4% über der eigenen Prognose, was an einem fulminanten Schlussspurt im Dezember lag. Diese Übererfüllung wurde möglich, weil sich die insbesondere im Inland lang andauernden kundenseitigen Engpässe bei zum Beispiel Baumaterialien aller Art, Genehmigungen und natürlich Fachkräften doch weitgehend aufgelöst haben. In den letzten Jahren hatten vor allem unsere Kunden mit einem bunten Strauß von Engpässen zu kämpfen. Wir als 2G waren in der Regel, ja doch, das kann man schon so sagen, also wir waren rechtzeitig fertig, damit hier eben kein Zweifel aufkommt. Jetzt endlich sind auch unsere Kunden bzw. ihre Baustellen wieder in Spur. Ja, erfreulich, viele Projekte wurden dann doch rechtzeitig zur Heizperiode finalisiert, was uns weiter auf strammem Wachstumskurs hält. So, die Gesamtleistung legt natürlich auch weiter zu, nämlich um 10%. Da könnte man auf den ersten Blick natürlich stutzig werden. 17% Umsatzwachstum, aber nur 10% mehr Output. Aber Sie werden das wahrscheinlich schon gesehen haben, der Total Output liegt mit 371 Millionen Euro immer noch deutlich über dem Umsatz und das, obwohl die Bestandsveränderung ja nur zu Herstellkosten bilanziert wird. Mit anderen Worten, der Bestand an praktisch fertigen, aber noch nicht schlussgerechneten BHKWs nimmt weiter zu. Was grundsätzlich gut ist, denn das sichert die Lieferfähigkeit und den Umsatz des Q1 im Folgejahr. Aber diese Vorratsproduktion muss eben auch im Rahmen bleiben. Will heißen, ein Output knapp oberhalb vom Sales, aber doch auf hohem Niveau, ist eigentlich ziemlich gut. Genau das, was wir wollen. Das EBIT steigt entsprechend deutlich an, nämlich um 26% auf jetzt 27,6 Millionen Euro. Nur zur Erinnerung, vor zwei Jahren haben wir noch ein EBIT von 17,9 Millionen erreicht. 10 Millionen Euro EBIT-Steigerung in zwei Jahren. Ich glaube, da kann man tatsächlich von Accelerated Growth on Solid Foundation sprechen. Und die Liquidität, die bleibt stabil. Aus 13 Millionen werden 12 Millionen Euro. Allerdings, ich sollte der guten Ordnung halber kurz erwähnen, im Laufe des Jahres haben wir ein sehr zinsgünstiges, langfristiges Darlehen zur Finanzierung des neuen ERP-Systems aufgenommen. Wenn wir die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unverändert gelassen hätten, stehen hier jetzt 10 statt 12 Millionen Euro. Also auch immer noch eine solide Cash-Situation, insbesondere vor dem Hintergrund der Investition in unsere neue Wärmepumpentochter Energietech und den laufenden Ausgaben für das neue ERP-System. Wie immer haben wir zwei verschiedene Blickwinkel auf unsere Umsatzentwicklung. Hier zunächst die Aufteilung des Umsatzes in das Neumaschinengeschäft, die sogenannten KWK-Anlagen hier in dunkelgrün, sowie in Service- und Ersatzteile hier in hellgrün. Wie gesagt, der Gesamtumsatz wächst erneut,
deshalb aber auch nicht weniger erfreulich, erneut um schöne 17%. Insbesondere die Maschinenumsätze legen um deutliche 22% auf jetzt 200 Millionen Euro zu, ein Plus von 35,5 Millionen Euro. Und dieses Wachstum stützt sich auf Deutschland. Da haben wir für 40 Millionen Euro mehr BRKW Schluss rechnen können. Wärmepumpen spielen im Umsatz in Deutschland noch keine Rolle. Für das übrige Europa müssen wir berichten, also insbesondere in UK und in Frankreich, ja, und leider auch in Nordamerika. Diese Märkte haben aus verschiedenen Gründen bei den Auslieferungen und Schlussrechnungen für Maschinen deutlich den Rückwärtsgang drin. Das ist unschön, aber auch in diesen, ich nenne sie mal Nachzüglermärkten, ist das Servicegeschäft weiter erfreulich expandiert, teilweise mit zweistelligen Wachstumsraten. Insgesamt wächst der Service um 17 Millionen Euro, das sind 11% auf jetzt 165 Millionen Euro. Also in 2023 übertrifft das Servicegeschäft bereits die gesamte Maschinenlieferung des Vorjahres. Zusammengefasst ein strammer und vor allem nach wie vor kontinuierlicher Wachstumskurs. Erlauben Sie mir noch einen Schlenker zurück zu den Maschinenlieferungen, nämlich nach Asien und Rest of the World. Insbesondere der Indo-Pazifik, einschließlich Südamerika, was in unserer Definition zum Rest of the World zählt, entwickelt sich sehr, sehr positiv. Und zwar sowohl bei Maschinen wie auch beim Service. Natürlich ist diese Region noch, ich sag mal, Kleinkram gemessen an Deutschland, aber potenziell könnte aus dieser Region noch ein gewaltiger Schub kommen in den nächsten Jahren. So, jetzt habe ich schon einiges über die Bedeutung der Exportmärkte gesagt. Hier nun die Darstellung dazu, nämlich Inland versus Ausland. Deutschland legt, wie gesagt, ordentlich zu, nämlich um 26%. Die Exportquote geht auf 36% zurück, da das Ausland insgesamt nur ein schwaches Wachstum von 3% erreicht. Für die USA können wir übrigens, das sollte ich nochmal erwähnen, tatsächlich von einer Verzögerung ausgehen. Mit dem Inflation Reduction Act, der ja über Steuermechanismen wirkt, ist nämlich der Vertriebsprozess nochmal komplizierter geworden. Denn jetzt schauen auch noch Steuerberater und Finanzoptimierer auf alle eventuellen Projektpläne. Das hat die Kette natürlich nochmal verlängert und zwar empfindlich. Aber die gute Nachricht, der Knoten ist definitiv geplatzt. Also jedenfalls mit Blick auf den Auftragseingang in den USA. Wenden wir uns der G&V zu. Der Umsatz legt um 52,5 Millionen zu auf besagte 365 Millionen Euro. Die Gesamtleistung liegt wie in den letzten Jahren eigentlich immer oberhalb dieses Umsatzes. Das heißt umgekehrt, die Bestände an fast fertigen oder sogar schon ausgelieferten BRKW nehmen weiter zu, wenn auch mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Aber grundsätzlich ist das ein gutes Zeichen, denn diese 5,8 Millionen Euro signalisieren, das außergewöhnlich starke Q4 2023 geht nicht oder zumindest nur bedingt zu Lasten des Q1 2024. Mit anderen Worten, wir haben im Q4 nicht die Lager leergeräumt und stehen eben im Q1 nicht blank da. Schauen wir auf die sonstigen betrieblichen Erträge. Ja, die liegen 1,3 Millionen Euro unter dem Vorjahr. Tatsächlich liegen sie im langfristigen Trend. Das Vorjahr war vor allem gekennzeichnet von einigen außerordentlichen Zahlungseingängen aus zuvor wertberichteten Forderungen. Die gab es in diesem Jahr natürlich auch, aber eben doch nicht mehr in ungewöhnlich hohem Umfang. Der Rest ist vielschichtig oder besser kleinteilig und insgesamt unauffällig. Kurz noch, im Vorjahr hatten wir die Rückstellung für die Steuerstreitigkeiten in UK aufgelöst. Diese Rückstellung stammt aus dem Jahr 2017, da mit der Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen war und auch nach wie vor nicht ist, hatten wir die Rückstellung aufgelöst, allerdings unterhalb des EBIT. So, warum erzähle ich das alles, wenn es ja doch das Vorjahr betrifft und dazu auch noch unterhalb des EBIT ist? Nur um kurz mitzuteilen, es hat von Seiten der britischen Behörden
auch in 2023 und im Q1 2024 keinerlei Interesse an diesem Steuerstreit mehr gegeben. Die Auflösung der Rückstellung im Jahr 2022 war also berechtigt und auch aus heutiger Sicht zwingend. Zu den Materialkosten. Die steigen um 14 Millionen Euro, was viel klingt, aber der Anstieg macht doch nur eine Zunahme in Höhe von gut 6% aus. Haupttreiber bei dieser quotalen Verbesserung ist nicht etwa, dass die Preise auf der Inputseite sinken würden. Das kommt wohl vereinzelt vor, insbesondere werden Teuerungszuschläge wieder zurückgenommen. Wichtiger ist vielmehr, unsere eigenen Preiserhöhungen der letzten Jahre fangen endlich an zu wirken. Schauen wir uns die Materialkosten nochmal an. Knapp 240 Millionen Euro im Gesamtjahr bedeuten ca. 20 Millionen Euro Materialkosten pro Monat. Bei 10% angenommener Preiserhöhung auf der Inputseite heißt das, wir müssen oder besser gesagt wir mussten jeden Monat eine Preissteigerung von ca. 2 Millionen Euro verdauen. Wenn wir als Qualitätsanbieter aber nur zweimal im Jahr die Listenpreise anpassen können, dann hinken wir logisch immer um 6 Monate hinterher. 6 mal 2 Millionen Euro sind 12 Millionen Euro, bedeutet eine 3% höhere Materialkostenquote. So, und im abgelaufenen Jahr 2023 sehen wir nun, unsere eigenen Preiserhöhungen ziehen langsam nach. Oder in anderen Worten, unsere Preiserhöhungen fangen an, sich tatsächlich in den abgerechneten Aufträgen zu materialisieren. Insbesondere die im 4. Quartal abgerechneten Aufträge haben zwar sehr hohe Inputkosten, diese Aufträge profitieren inzwischen aber auch von den verschiedenen Preiserhöhungen der letzten Jahre, und zwar im zunehmenden Maße. Inputpreise und Listenpreise finden somit, wenn auch auf höherem Niveau, aber immerhin, wieder zu ihrem traditionellen Verhältnis zurück. Zur Erinnerung, im Jahr 2021, also vor dem großen Inflationsschub, hatten wir eine Materialaufwandsquote von 63,7%. Unsere aktuelle Materialaufwandsquote mit 64,2% liegt also deutlich näher am Vorjahreswert 2021 als an den Quoten des letzten Jahres. 2022 und 2023 werden eben doch sehr von Inflationseffekten geprägt. Jetzt zu den Personalkosten. Die steigen um 7 Millionen Euro, was 12% sind. Dabei spielen unsere neuen Töchter, die erstmals teil- oder vollkonsolidiert werden, nur eine geringe Rolle. Die Personalkostenquote bezogen auf die Gesamtleistung steigt von 16,8 auf 17,3%. Wir haben also einen quotalen Anstieg von 0,5%, den man natürlich auch in Euros umrechnen kann. 0,5% von der Gesamtleistung entspricht 1,8 Millionen Euro. Diese 1,8 Millionen Euro sind also nicht mit zusätzlichem Umsatz zu erklären. Sie sind zu einem gewissen Teil durch Lohnsteigerung zu erklären, denn wir passen unsere Tabellen immer zum Jahresanfang an. Und zum Jahresanfang 2023 gab es eine ordentliche Erhöhung, auch wenn sie kostentechnisch für die deutschen Standorte mithilfe der Inflationsausgleichsprämie etwas abgefedert wurden. Aber dennoch, diese Erhöhung wirkt vom Jahresanfang an, während die Listenpreiserhöhungen sich erst einschleichen müssen. Die Logik hatte ich ja gerade mit Bezug auf die Materialkosten erläutert. Es bleibt ein gewisser, Rest ist jetzt sicher nicht der passende Ausdruck, aber sagen wir eine bestimmte Summe zur Stärkung der Vertriebspower und Managementkapazitäten sowohl im Inland, Stichwort Wärmepumpe, aber eben auch im Ausland. Da, also jetzt in diesem Fall Nordamerika, gibt es jetzt beispielsweise eine eigene Geschäftsführung sowohl für die US-Gesellschaft wie auch für die kanadische Gesellschaft, was natürlich hilft, Chancen zu heben, aber eben auch zusätzliches Geld kostet. Und natürlich das gewaltige IT-Projekt zur Implementierung eines neuen ERP-Systems, eines neuen DMS-Systems, eines Systems zum Lifecycle-Management und zur Personalverwaltung und Abrechnung. All diese Bausteine sind ganz sicher wichtige Säulen für die zukünftig angestrebte nochmalige Beschleunigung des Wachstums. Aber aktuell erfordern diese Projekte vor einer ganzen Reihe von Kollegen die ein oder andere Extrameile. Und diese Extrameile wird durch zusätzliche Stunden oder gelegentlich sogar, wenn auch vorübergehend, mit Planstellen gelöst. Also
Ein bunter Strauß von Gründen, warum die Personalkostenquote moderat angestiegen ist. Die Abschreibungen steigen dagegen deutlich, nämlich um 2 Millionen Euro. Und hier gibt es einen Hauptgrund. Wir haben im Jahr 2021 die Gelegenheit genutzt, ein Nachbargrundstück einschließlich auf bestehendem Gebäude zu kaufen. Pardon. Im Lichte der Expansionspläne für unsere neue Wärmepumpensparte entwickeln wir aber inzwischen Pläne, das alte Gebäude doch abzutragen und früher oder später eine moderne Montagehalle zu errichten. Diese Gedanken machen aber eine Abschreibung in Höhe von fast 1 Million Euro nötig, da sich das aufstehende Gebäude für uns vor diesem speziellen Hintergrund eben doch als wertlos erweist. Im kommenden Jahr wird sich diese Abschreibung aber wieder normalisieren. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, zum Beispiel für Frachten, Vertriebsprovisionen, IT-Berater, sofern sie nicht aktiviert werden, Gewährleistung, Versicherungsprämien und so weiter, bleiben insgesamt erfreulich stabil. Insgesamt schließen wir das Jahr also mit einem EBIT von 27,6 Millionen Euro ab, was wieder ordentlich, will heißen 26% über dem Vorjahr liegt. So, wenden wir uns jetzt also dem Operating Working Capital zu. Das steigt nämlich ziemlich genau im Rahmen der Topline-Steigerung. Das ist erstmal keine so schöne Nachricht, denn das Operating Working Capital ist ja jetzt einige Jahre überproportional gestiegen. Da wäre es eigentlich an der Zeit, diesem Trend irgendwann auch Einhalt zu gewähren. Aber schauen wir in die Details. Da sieht man zunächst, an den Vorräten liegt es nicht. Die steigen insgesamt deutlich unterproportional, nämlich nur um 7%. Die Vorräte sind also inflationsbereinigt, ganz sicher sogar rückläufig. Schauen wir noch tiefer in die Details. Da sehen wir, Roh- und Betriebsstoffe gehen runter. So soll es auch sein. Die Zeiten von Angstbevorratung sind ja auch vorbei. Allerdings schaut man auf die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die gehen exakt im selben Maße zurück. Von daher ist der Bestandsabbau gut, der ist grundsätzlich immer gut, aber liquiditätsmäßig bleibt er neutral, weil er sich mit den reduzierten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aufhebt. So, die fast fertigen oder sogar schon ausgelieferten BRKW gehen hoch, fast 6 Millionen Euro, was auch gut ist, wir sprachen schon drüber, weil das eben die potenziellen Umsätze für das Q1 2024 darstellt. Die geleisteten Anzahlungen gehen runter, nämlich um knapp 4 Millionen Euro. Das ist zum Teil eine Normalisierung, nachdem die angeforderten Anzahlungen in den letzten Jahren stark zugenommen hatten. Zum anderen, hier reflektiert sich auch eine gewisse Stärkung unseres eigenen Produktportfolios. Unser größter eigener Motor, der AVUS 1000 Plus, ergänzt doch immer häufiger Modelle, die wir bisher am freien Markt einkaufen mussten. Für diese fremdbeschafften Großmotoren werden aber immer auch erhebliche Anzahlungen gefordert. Beim 1000 Plus ist das logischerweise nicht nötig. Für die selbst erstellten Motoren kaufen wir die Komponenten am freien Markt. Aber selbst für die Kernkomponenten, also zum Beispiel den Motorblock, der ja von Firma Liebherr kommt, haben wir bei weitem keine 100% Vorauskasse zu leisten. Also, schöner Cash-Effekt, neben einem schönen und strategisch eigentlich auch bedeutsameren Margeneffekt, den wir mit dem großen Motor haben. Es bleibt eine große Zeile, nämlich die erhaltenen Anzahlungen, und zwar Anzahlungen mit Bestellbezug. Die gehen deutlich zurück. Aber, da muss man jetzt aufpassen, diese Anzahlungen gehen nicht etwa zurück, weil Kundenbestellungen ausbleiben. Diese Anzahlungen gehen zurück, weil Projekte finalisiert und schlussgerechnet werden. Und das bedeutet dann, aus Anzahlungen, die unter Umständen schon seit Monaten in der Bilanz standen, werden Forderungen. Schaut man aber auf die Forderungen, stellt man erleichtert fest, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind nahezu unverändert. Bei stark gestiegenem Umsatz bedeutet das, die Day Sales Outstanding gehen zurück, nämlich um gut eine Woche auf ca. 58 Tage. Ein schöner Erfolg, was zumindest das Forderungsmanagement angeht. Unter Finanzierungsgesichtspunkten kann man ja die rückläufigen erhaltenen Anzahlungen mit Projektzug und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen saldieren.
Denn bei Auslieferung, genau genommen bei der Schlussrechnung, um präzise zu sein, sollte eine Anzahlung, die ja idealerweise 90% bereits abdeckt, direkt mit der dann entstehenden Forderung saldiert werden. Schaut man auf die aktuellen Zahlen, dann stellt man fest, im Saldo ergibt sich ein Bedarf von ca. 10 Millionen Euro. Aus einem saldierten Finanzierungsbedarf von ca. 20 Millionen Euro im Vorjahr, hier in dunkelgrün, werden jetzt 30 Millionen Euro. An sich kein großes Problem, bei 52 Millionen Euro mehr Umsatz, zusätzliche Nettoforderung von 10 Millionen Euro. Proportional ist ein Anstieg von 20 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro aber dann doch etwas unbefriedigend. Aber das erklärt sich auch. Speziell im Q4 hatten wir Umsätze in Regionen außerhalb Europas und der G7-Staaten. Und in diesen Märkten sind unsere traditionellen Zahlungsbedingungen mit bis zu 90% Anzahlung vor Auslieferung leider oft nicht durchsetzbar. Und das bedeutet, bei Auslieferung buchen wir zwar die Prepayments um, aber haben dennoch für eine gewisse Zeit die entsprechenden Receivables, bis dann zu einem späteren Zeitpunkt auch der Zahlungseingang erfolgt. Konkret, bei den Europäern buchen wir bei Auslieferung eine Anzahlung in Höhe von in der Regel 90% um. Es bleibt eine Restforderung von 10%, die dann nach einigen Wochen auch kassiert wird. Bei den Exoten, in Anführungsstrichen, buchen wir beispielsweise 50% um, um auf die übrigen 50% zu warten, in manchen Fällen eben auch 6 Monate oder länger. Den sich zwangsläufig aus dieser Überbrückung ergebenden Finanzierungsbedarf, den sehen wir hier. Beziehungsweise korrekt wäre zu sagen, der sich ergebende Effekt ist zum Teil für den hier sichtbaren Finanzierungsbedarf verantwortlich. So, dann bleibt tatsächlich nur noch eine Zeile, nämlich Anzahlungen ohne konkrete Bestellung. Die speisen sich bekanntermaßen aus zwei Quellen, nämlich Anzahlungen aus Vollwartungsverträgen, die wie Ansparverträge für die Kunden wirken. Da gab es keine nennenswerten Veränderungen. Und die zweite Quelle BHKW, sofern diese Projekte noch nicht angearbeitet sind, also zumeist Anzahlungen, die direkt nach Vertragsunterzeichnung fällig werden. Und zu diesen Anzahlungen ist zu sagen, der Auftragsbestand hat sich wieder normalisiert. Das heißt, er ist um ca. 20 Millionen Euro zurückgegangen. Und das schlägt sich natürlich auch in den Anzahlungen nieder. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Vorräte gut unter Kontrolle. Die Lagerreichweite sinkt ordentlich. Zweitens, ein besonders starkes Absatzvolumen im Q4, das teilweise auch noch in Märkte mit unvorteilhaften Zahlungsbedingungen ging, erforderte vorübergehend 10 Millionen Euro mehr Mittel für die Forderungsfinanzierung. Und drittens, der normalisierte Auftragsbestand generiert logischerweise weniger Anzahlungen. Diese Veränderungen kumulieren sich dann in einem Anstieg des Operating Working Capitals, das exakt auf Niveau des Umsatzwachstums liegt und von daher durchaus auch noch akzeptabel ist. Damit kommen wir dann zur Liquiditätsentwicklung. Wir orientieren uns bei dieser Darstellung wieder an der Kapitalflussrechnung gemäß Geschäftsbericht. Die davon abweichende, vereinfachte Darstellung in den Webpräsentationen der letzten 2 Jahre hat sich bei zunehmend komplexeren Transaktionen nicht wirklich bewährt. Also zum Beispiel bei der EnergyTech, wo Investition und Mittelabfluss deutlich auseinanderfallen. Deswegen jetzt dann doch wieder die Lehrbuchpräsentation. Und da sehen wir den EBIT, über den haben wir schon gesprochen. Wir sehen auch die Abschreibung, über die wir auch gesprochen haben. Und wir sehen die Veränderung im Operating Working Capital, über die wir gerade sogar ausführlich gesprochen haben. Dann eine Bereinigung um im EBIT enthaltene Veränderung in den Rückstellungen. Details spare ich mir angesichts der geringen Betragshöhe, gefolgt von einer Bereinigung um erhaltene sonstige bilanzielle Veränderung, auch gering 1,3 Millionen Euro. Und einen Mittelabfluss von 6,1 Millionen Euro, der unsere Ertragssteuerlast darstellt. Es ergibt sich ein operativer Cashflow in Höhe von 11,7 Millionen Euro, der ordentlich über dem Vorjahr von 5 Millionen Euro liegt. Also fast eine Veranderthalbfachung oder Verdoppelung, so muss ich sagen. Was haben wir mit diesem operativen Cashflow gemacht?
Wir haben reichlich investiert, nämlich 8,2 Millionen Euro. Dazu hier kurz die wichtigsten Positionen. 1,6 Millionen Euro für Anzahlungen im Zusammenhang mit dem globalen ERP-System und den anderen Systemen. 0,4 Millionen Euro für IT-Hardware. 1,5 Millionen Euro vor allem für den Service-Fuhrpark, schweres Wort, Service-Fuhrpark in Deutschland und nochmal 0,5 Millionen britische Pfund für den Service-Fuhrpark in UK. Dann 1,3 Millionen Euro für den Bau der neuen Mehrzweckhalle hier in Heek und 300.000 kanadische Dollar für eine Erweiterung des Betriebsgebäudes in Kanada. Die Differenz zum gesamten Cashflow aus Investitionstätigkeit, das waren ja die hier gezeigten 11,4 Millionen Euro und die aufgezählten 8,2 Millionen Euro, ergibt sich weitgehend aus der Auszahlung für den Erwerb der EnergyTech BV. So, dann die Finanzierungseinflüsse. Kurze Aufzählung der verschiedenen Transaktionen. Zahlung der Dividende, 2,5 Millionen Euro statt 2,2 Millionen Euro im Vorjahr. Zahlung weiterer Zinsen, 0,6 Millionen Euro. Das waren im Vorjahr noch 0,4 Millionen Euro. Also im Lichte der Zinswende eine eher moderate Entwicklung. Einzahlung aus Finanzkrediten im Saldo 1 Million Euro und damit auf Vorjahresniveau. Die eben genannten Investitionen enthalten, aber durch Leasing finanziert, sind Fahrzeuge für 0,9 Millionen Euro. Das Ganze führt dann dazu, da ist es genau, das Ganze führt dazu, dass sich unsere Liquidität kaum verändert und weiter fast auf Vorjahresniveau verharrt, eben diese minus 0,9 Millionen Euro. Nämlich, das sehen wir hier, 12,3 Millionen Euro statt 13,3 Millionen Euro. Ja, meine Damen und Herren, soweit nun zunächst zu den Jahreszahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Was können wir denn für das bereits angebrochene Jahr 2024 erwarten? Prognostiziert haben wir bisher eine Topline von 350 bis 390 Millionen Euro. 350 Millionen Euro erscheint uns im Lichte der gerade en Detail vorgestellten Zahlen vielleicht etwas übervorsichtig. Diesem Einwand können wir uns nicht grundsätzlich verschließen. Daher, wir heben die untere Grenze der Prognose an. Wie in den Vorjahren auch, wir glauben, dass wir im laufenden Jahr mindestens so viel Umsatz machen werden wie im Vorjahr mit einer gewissen Rundung auf volle 10 Millionen nach unten. Die konkretisierte Prognose lautet also 360 bis 390 Millionen Euro. Der Geschäftsbericht, den wir nächste Woche Donnerstag veröffentlichen wollen, wird allerdings noch die alte Prognose, also 350 bis 390 Millionen, reflektieren. So, nimmt man von dieser neuen Prognose rein arithmetisch den Mittelwert, so erhält man 375 Millionen Euro, sehen wir hier schon. Wenn wir diese 375 Millionen Euro mal ganz vorsichtig aufteilen, vorsichtig deshalb, weil es keine Eingrenzung der Prognose sein soll, sondern einfach nur eine arithmetische Annäherung, also wieder 45% Serviceumsatz und 55% Maschinenumsatz. Und wenn man dann den Auftragsbestand zum Jahresauftakt daneben stellt, dann sieht man, dass wir mit 156 Millionen Euro bereits einen Auftragsbestand haben, der gut in die Landschaft passt. Klar, im Vorjahr war der Auftragsbestand 20 Millionen Euro höher, aber im letzten Jahr gab es doch noch viel mehr konkrete Unwägbarkeiten, zum Beispiel Sanktionen und Gegensanktionen, Energieembargo, gestörte Lieferketten. Jetzt haben wir eine latente Bedrohung aus der Weltpolitik, die wollen wir jetzt auch bitte nicht kleinreden, aber die Störungen im letzten Jahr waren sicherlich viel, viel konkreter. Ja, und nicht zu vergessen, Anfang 2023 wusste noch keiner, ob Corona wirklich erledigt war oder ob es einen weiteren Corona-Lockdown-Winter geben würde. Also, kurz gesagt, in der Prognose sind uns die 156 Millionen Euro mit der deutlich höheren Planungssicherheit von heute eindeutig lieber als die scheinbar komfortablen 177 Millionen Euro des Vorjahres, das eben doch noch viel mehr von ganz konkreten Unwägbarkeiten geprägt war.
Bezüglich der Topline schauen wir also mit einer gewissen Sicherheit auf das laufende Jahr. Mit mehr Unwägbarkeiten ist dann naturgemäß die Bottomline verbunden. Dennoch, wir hatten bereits den Prognosekorridor wieder enger kommuniziert. Wir wollen nämlich eine EBIT-Marge im Bereich von 8,5 bis 10% erwirtschaften. Und vielleicht ist es Ihnen ja auch schon aufgefallen, was ich gerade so beiläufig als enger bezeichnet habe, ist ja in Wirklichkeit vielmehr ein veritables die Latte höher legen. Denn anders als in den letzten Jahren ist die Prognoseuntergrenze von 8,5% oberhalb, und zwar deutlich oberhalb der aktuellen EBIT-Marge, die bei 7,6% liegt. Wir wollen also den beschleunigten Trend zur Margenverbesserung fortsetzen und nach der Verbesserung von 0,7 Prozentpunkten im gerade abgeschlossenen Jahr 2023 mindestens nochmal 0,9 Prozentpunkte in 2024 drauflegen. Wenn man den Mittelwert beim Umsatz nähme und ihn verbindet mit dem Mittelwert bei der EBIT-Prognose, dieser Mittelwert liegt bei 9,25%, sehen wir hier, streben wir also einen EBIT an, der bei gut 34 Millionen Euro liegen sollte. Das entspräche einer erneuten EBIT-Steigerung, ein neues Wachstum von gut 25%. Und daher nochmal die Bestätigung zur Überschrift vom Accelerated Growth on Solid Foundation. So, mit Blick auf die Uhr, schnell der Ausblick auf das Jahr 2025. Da sehen wir, der Umsatz sollte deutlich wachsen, nämlich aus zwei wesentlichen Gründen. Der Inflation Reduction Act in den USA wird zu einem ordentlichen Auftragseingang im laufenden Jahr und dann in 2025 zu einer Welle bei der Schlussabrechnung führen. Zweitens, die Wärmepumpe werden ebenfalls im laufenden Jahr zu ordentlichen zusätzlichen Aufträgen führen, die sich im Jahr 2025 dann auch in nennenswerten Zusatzumsätzen niederschlagen werden. In 2024 erwarten wir hier übrigens einstellige Millionenumsätze. Im Laufe der kommenden Monate werden wir sicherlich auch etwas zur Margenentwicklung sagen. Aber vor dem Hintergrund des Zusatzgeschäfts mit Wärmepumpen ist das jetzt keine ganz simple Hochrechnung. Da kommen dann doch einige, wenn jetzt auch weniger spektakulär, hat nichts mit Weltfrieden zu tun, aber es kommen doch ein paar Neuigkeiten und Unwägbarkeiten in Sachen Wärmepumpe auf uns zu, weshalb wir diese Hochrechnung vielleicht noch etwas hinausschieben, um da mehr Transparenz zu gewinnen. Wir brauchen halt dazu noch etwas Zeit. Aber mit diesem optimistischen Ausblick leite ich nun über zu Ihren Fragen.